Ja, ik heb zoveel ook nog. Als ik een jeugd te meer, wat hier het gewoon geleverd is. Dat is goed. Dat is wel een beetje. Liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem besonderen Ort und zu diesem besonderen Anlass. Es ist leider ein kleiner trauriger Anlass. Und ich glaube, fast das Wetter hat so mitgespielt. Darum ist das auch ein bisschen traurig, das Wetter. Es ist wirklich zwei Tage später und es wäre ganz eine andere Situation gewesen. Es ist der erste Jahrestag von dieser Hütte hier hinten, die abgebrannt worden ist. Es ist leider so und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch ein sehr grosses Verständnis, dass das jemand gemacht hat. Weil es ist eben schlussendlich doch ein illegaler Bau gewesen und ich habe natürlich lange auch immer mit mir selber gerungen, was soll ich machen, was darf ich machen. Soll ich einen Weg bauen, soll ich nicht einen Weg bauen, wenn ich da hinten einfach eine Hütte baue, nur für mich allein. Es wäre mir zu egoistisch. Schlussendlich ist ja das hier eigentlich auch ein Staatswald. Das ist in einem gewissen Sinn gehört uns allen. Aber so darf man schlussendlich auch wieder nicht denken. Es kann nicht jeder einfach irgendwo etwas machen. Und doch, das Enzi-Loch hat eine gewisse Faszination. Aber es ist mir eigentlich gar nicht ums Enzi-Loch gegangen. Die Geschichte hat nämlich in London, in der Grossstadt London, hat die angefangen. Der extreme Menschen. Masse, die es wie ein Ameisenhaufen von Menschen, hat mir plötzlich gedanklich gesucht, wo gibt es den Flecken Erden auf dieser Welt, die wie unberührt ist. Und da ist mir plötzlich das Enzi Loch in den Sinn gekommen. Das ist mir schon, in London ist mir das in den Sinn gekommen, ich muss mal in das Enzi Loch runtergehen. Man weiss, es hat Sagen und Mythen da unten, weil man weiss ja nicht recht, was da los ist, weil es hat ja keinen Weg gehabt, es weiss niemand recht, wie, wo, was. Da kann man ja erzählen, was man will. Und dann ist noch eine zweite Idee dazu gekommen. 24 Stunden, ich mit mir selber. Einfach allein, ohne Aufgabe. Das war eigentlich die Basis gewesen. Und so habe ich den Flecken Erde gefunden und ich war total begeistert vom Ort. Dass ich eine Hütte bauen werde, das war noch überhaupt kein Thema gewesen, aber der Ort, der war wirklich ganz speziell gewesen. Und ich glaube, jeder, der einmal hier gestanden ist, vor allem ein bisschen bei schönerem Wetter natürlich, der merkt irgendwie, vor allem wenn man allein hierher geht, dann merkt man, da ist einfach irgendetwas, das Enzi-Loch. Und, das ist auch noch wichtig zu sagen, die Jäger haben manchmal ein bisschen Bedenken eben wegen dem Wild und so, aber es ist eben wirklich schon ein bisschen ein schattiges Loch da unten und das Wild ist eben nicht wirklich so gern da unten. Meine Idee, da unten zu sein, ist eben noch im Zusammenhang mit Meditieren. Ich bin ein bisschen Meditationslehrer und das hat sich von dem her auch sehr gut kombiniert. Ruhe, den Bach hören, zu fließen. Vögel, wenn es schön Wetter ist, pfeifen. Ich hatte ja auch ein besonderes Erlebnis gehabt, als ich das erste Mal mit dem Zelt da unten war. Da hatte ich wirklich Angst gehabt, weil das Tier kam. Und ich habe nicht gewusst, was das für Tiere sind. Ganz nah als Zelt. Und da habe ich einfach so wie einen Deal gemacht. Ich habe gedacht, ich lasse euch in Ruhe, liebe Tiere. Und ihr lasst mich in Ruhe. Das ist gut so. Aber wenn man so ganz allein im Wald aus ist, im Niemandsland, ist schon ein spezielles Gefühl, ein spezielles Erlebnis, das man hat. Wo jetzt natürlich eine andere Dimension hat. Wenn es zugänglicher ist und Dings. Jetzt tun wir zum Aperitif, gibt es nicht einfach so einen Schnaps. Das ist ein kleiner besonderer, fast so ein Likör. Das ist die Annemarie Riedweg vom Dotzenberg, vom Menzberg, wo der in der dritten Generation schon Zweck macht. Das ist Basis ist Träsch. Da tut sich ein bisschen Candice-Zucker drin und eben Kräutli. Sie ist eine geborene Bucher vom Krautloch und darum ist sie wahrscheinlich von dem Namen ein bisschen prägt. Sie geht selber eine Kräutli-Mischung sammeln und macht den besonderen Menzberggeist, der eigentlich ein Likör ist, ein 20-prozentiger. Und den tue ich jetzt gerne ausschenken. Es ist eigentlich nicht wirklich ein Schnaps. Es geht schon fast in Richtung Medizin. Naturheilmedizin, könnte man sagen. He? Das war schon ein bisschen zu wenig gegeben. Habe ich auch noch gerade eins? Merci schön. Und so ein Prost miteinander. Auf die neue Zeit in dem Enzi-Loch, wo jetzt halt in die Öffentlichkeit rausgeht, wo nicht ganz jeder dahin kann, aber doch einige mehr. Ich will ja den Ort nicht wirklich allein nur für mich selber haben. Es ist recht so irgendwie. Prost miteinander und danke für den Besuch!
Ja. So. Das ist schön, sehr schön. Sind wir schön zeilen, he? Gut. Hast du das Gute so? Ja, ja. Zum Teil, das habe ich nicht gesehen, eigentlich. Bravo, merci, danke! Danke vielmals!